Ich bin 18 Jahre alt. Ich komme aus Syrien. Ich bin seit November, 15. November 2015 in Deutschland. Ich wohne in Paderborn, eine Pflegefamilie. Ich bin Enera Rastoda, ich lebe in Paderborn. Ich bin die Pflegemutter von Abdulrahman Alomari. Pflegemutter seit 1,5 Jahren und das erste Mal Pflegemutter. Ausschlagend ergeben war dieser kleine Junge in Türkische Meer, Aylan. Ich habe diese Nachrichten gesehen und das hat mir so leid getan. Und dann kam das immer wieder mit der Balkanroute. Meine Flucht hat auch selber 10 Tage gedauert. Und Balkanroute hat irgendwas in mich aufgeweckt. Ich dachte, ich musste jetzt was tun. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich meinen Krieg vergessen habe, meinen Krieg und meine Flucht. Aber dann kam das wieder hoch, ob das so frisch war. Ich musste was machen. Und dann habe ich die Nachrichten mit meinem Mann geguckt und sagte, wir nehmen ein Kind auf. Und er sagte, nein, das machen wir nicht. Bist du verrückt, so Spaß? Ich sagte, doch, das machen wir. Dann war ich in Moschee, dann habe ich gelesen, dass wir suchen Pflegeeltern. Dann habe ich das gelesen und die Daten von Frau Aslan aufgenommen. Von Bethel habe ich sie angerufen. Und dann haben wir die Vorbereitungskurse gemacht bei Bethel. Man kann sie nie genug vorbereiten, aber man kennt das von eigenen Kindern auch. Ich heiße Sera Aslan, bin in der Jugendhilfe der von Bodelschwingschen Stiftung tätig, in der Fachberatung von westfälischen Pflegefamilien. Am 3. März 2016 kam der Anruf vom Jugendamt in Vertretung für die zuständige Kollegin auch, dass dringend eine Fachstelle für den jungen Mann gesucht wird. Es sollte im Prinzip am selben Tag auch schon vermittelt werden. Das Zusammenleben in der vorigen Wohngruppe war sehr angespannt und er hatte sich auch das Leben in der Pflegefamilie gewünscht, woraufhin ich dann auf Familie Rastoda zugegangen bin und sie gefragt habe. Ich war auf der Arbeit, die sagte, wir kommen, aber ich so, dann könnt ihr kommen, bring den Jungen nach Hause. Es war auch nicht viel zu überlegen, aber ich hatte schon Angst und Respekt. Was ist das für ein Kind? Wie wird das mit meinen Jungs sein, mit meinem Mann, in meiner Familie? Es war im Prinzip auf Probe. Und ich war einfach nur gespannt auf die bevorstehende Zeit. Erstmal habe ich mit Pflegefamilie getroffen. War ein bisschen nervös, ein bisschen Angst, aber ist schon alles weg. Oh, Scheiße. Ich bin mit meinen Vormieterin gekommen und dann Frau Rastoda hat die Tür aufgemacht. Ich habe so geguckt. Die ersten Tage habe ich nur angeguckt und er mich und wir haben viel verstanden. Wir mussten nicht reden, aber wir haben uns ganz, ganz oft verstanden. Ich konnte vorher kein Deutsch. Neues Familie, neues Leben. Das ist ganz anders. Schön, dich zu sehen. Hallo. Danke, gut. Hallo, Enera. Hallo. Schön, dich zu sehen. Hallo. Ja, liebe Pflegemama. Danke. Vielen Dank für alles. Hallo, Sera. Das sind schöne Klaus. Ne? Mein Name ist Caroline Maas und ich bin der Vormund oder die Vormünderin von dem Abdul Rahman. Ich denke, wichtig ist, dass man sich wirklich darüber Gedanken macht und darüber im Klaren ist, ob für das Mündel eine Pflegefamilie wirklich auch in Frage kommt. Es ist nicht für alle das gleiche Format oder die gleiche Unterbringung wirklich auch sinnvoll. Es ist auch viel Bauchgefühl und viel Vertrauen wichtig, wenn man in ein Haus reinkommt, wie man empfangen wird, wie die Atmosphäre ist. Das ist auch was man, wo man sich selbst vielleicht auch oder seinem eigenen Bauchgefühl vertrauen muss. Wie war dein Urlaub? Urlaub war super, wie immer. Jetzt mit der Schule angefangen dieses Jahr. Schön, noch zu früh zu sein, schwer oder nicht. Mhm. Aber läuft gut bis jetzt. Schule. War ein bisschen schwer. Ja. Also ersten Tag in der Schule habe ich gesagt, ein paar Monate noch und dann mache ich diese Schule. Die hat gesagt, nein, du schaffst das. Das gibt mir Motivation.
Hier 17,5. Genau. Das erste halbe Jahr war es schwierig in der Schule, da waren die Zensuren auch nicht so gut, da war die Versetzung auch noch gefährdet. Aber er hat sich da wirklich durchgekämpft und hat die Versetzung jetzt geschafft. Also ich mache Ausbildung mit Fachabitur, Bautechnik Assistent, nach 3 Jahren wie Studien Architekt. Ich habe Kontakt mit meiner Familie, also fast jeden Tag. Ich rede mit denen in Skype. Manchmal WhatsApp, Facebook. Herti. Hallo. Herti. Komm nicht rein. Ja, ich teile. Obwohl, habe ich Sauro. Ja, ganz wichtig. Die muss wissen, was ich mache jeden Tag, dass ich in die Schule gehe oder nicht. Und ich muss wissen, wie leben die, ist da gut. Ja. Schön ist es, ihn zu begleiten und zu sehen, wie er sich entwickelt hat, wie er die Sprache gelernt hat. Er entwickelt einen Freundeskreis, er entwickelt Sozialkontakte, er lacht viel. Es macht einfach Spaß, das zu beobachten. Das gibt einem einfach ein gutes Gefühl. Ich war selber Flüchtling, ich habe dich aufgenommen. Vielleicht in 20 Jahren, 40 Jahren nimmst du auch jemand auf. Kann sein. Es gibt immer überall irgendwo Krieg. Und dann entscheidest du dich als Pflegevater, sagst du, ich nehme jemanden auf, egal wo er kommt.